Hallo Ali und herzlich willkommen. Ich werde heute wieder mit meinem Crockpot was Feines kochen. Ich werde heute ein ganz leckeres Ragout à la Bolognese zubereiten. Ich nehme dafür 1000 Gramm Rindergehacktes. Man kann natürlich auch Gemischtes nehmen. Ich bevorzuge aber Rind, zumal ich dann nachher noch ein bisschen vom Schwein in Form des Specks, beziehungsweise ist das hier Pancetta, das ist italienischer Bauchspeck in gerollt. Den habe ich leider nicht im Stück bekommen, musste ich in Scheiben nehmen, aber es macht nichts. Der wird nachher ganz klein geschnitten. Wenn man den nicht bekommt, kann man natürlich auch Frühstücksspeck nehmen, aber dann am besten ungeräucherten. Dann brauche ich noch 3 Dosen Tomaten, das sind Pizzatomaten, gehackte, etwas Olivenöl, natürlich nachher auch Wein, ich bevorzuge Weißwein. In den meisten Rezepten wird ja von Rotwein gesprochen. Ich finde, der Rotwein beeinflusst den Geschmack zu sehr und ich nehme dann lieber Weißwein. Dann habe ich hier noch 3 Zwiebeln, 2 Stangen von dem Sellerie, von dem Staudensellerie, 2 Möhren, die werden nachher ganz fein gerieben, etwas Butter und dann kommt hier noch was, was abweichend vom Originalrezept ist. Ich gebe immer noch 2 Lorbeerblätter mit dazu und eine Prise Zimt. Und zum Schluss werde ich das dann nachher nochmal mit Salz abschmecken, beziehungsweise auch natürlich Pfeffer. Soweit habe ich mir jetzt alles vorbereitet, den Speck klein geschnitten, Zwiebelchen gewürfelt, Sellerie gewürfelt und die Möhre geschabt. Jetzt kommt als erstes Butter und ein bisschen Öl in die Pfanne. Wenn dann Butter und Öl schön warm sind, dann gebe ich den Speck dazu und lasse das dann schön auf kleiner Flamme erstmal schmelzen. Und wenn das Fett dann schön ausgeschmolzen ist, ja, man kann auch sagen ausgelassen ist, dann gebe ich das Fleisch damit zu und zwar nicht alles auf einmal, sondern portionsweise. Ja, dazu erhöhe ich jetzt auch die Flamme, das heißt, ich mache jetzt auf volle Stärke und knete das hier so schön runter bzw. zerdrücke das so, dass es krümelig wird und ein bisschen anbrät. Wenn das Ganze dann seine Fleischfarbe verloren hat, gebe ich die nächste Portion dazu und so mache ich es dann, bis alles Fleisch drin ist und dann lasse ich so ein ganz klein bisschen anbraten, ein bisschen Farbe kriegen. Wenn das Fleisch dann schön grünlich geworden ist, ein ganz klein bisschen Farbe annimmt, dann gebe ich als nächstes die Zwiebelchen dazu. Die dann auch wieder schön unterrühren und anbraten. Ja, die sollen jetzt also nicht unbedingt braun werden, das soll halt vielleicht so ein bisschen glasig werden. Das reicht völlig aus. Und als nächstes kommt dann das Sellerie dazu und auch unterrühren. Und als letztes gebe ich dann noch die geriebenen Möhrchen dazu. Die werden auch wieder schön untergerührt, auch wieder kurz angebraten. Ja, jetzt soll das Ganze einmal richtig schön heiß werden und dann kann abgelöscht werden. Ich nehme mir jetzt hier den Weißwein, ein ganzes Glas für diese Menge. Viele geben ja auch Rotwein damit zu. Ich mag das, wie gesagt, nicht so sehr. Ich nehme hier Weißwein. Wenn man gar keinen Wein mag, dann kann man natürlich auch mit Brühe ablöschen. Dann noch mal schön durchrühren und das Ganze jetzt richtig schön einköcheln lassen, bis der Wein wirklich verdampft ist. Ich gebe jetzt auch noch ein bisschen Salz damit zu. Also wenn man jetzt mit Brühe abgelöscht hat, dann natürlich kein Salz mehr dazu geben und mit dem Salz im Allgemeinen auch ein bisschen zurückhaltend würzen. Der Wein ist jetzt verkocht. Das heißt, jetzt kommt endlich der Crockpot zum Einsatz. Ich gebe dazu jetzt erstmal das ganze Fleisch hier mit rein. Und dann kommt als nächstes die Tomaten dazu. Und dann gebe ich jetzt auch noch meine Lorbeerblättchen hier mit rein und noch eine kleine Prise vom Zimt. Ja, wer den Zimt nicht mag, lässt ihn weg. Man kann natürlich jetzt auch noch andere Gewürze damit reingeben. Ja, zum Beispiel einen Strauß Rosmarin oder ein bisschen Oregano getrocknet. Aber bei getrockneten Kräutern im Crockpot immer vorsichtig sein, relativ gering dosieren, weil die sehr stark Aroma abgeben. Und jetzt kann dann auch der Deckel drauf und das Ganze kann jetzt schön vor sich hin köcheln. Ich lasse das auf Stufe 1, also auf Low, etwa 6 Stunden vor sich hinziehen. Und einschalten. Das Ragout hat jetzt
gut 5,5 Stunden Zeit gehabt, so vor sich hin zu köcheln. Ich hatte es eben schon mal durchgerührt. Will ich jetzt nochmal machen. Und dann lasse ich es offen stehen, weil es ist mir noch ein bisschen dünnflüssig. Jetzt kann ruhig noch ein bisschen was abdampfen. Ja, soweit ist das eigentlich schon gut durchgegart. Ich habe mal probiert, es schmeckt jetzt auch sehr lecker. Das ist auch immer so ein bisschen, wenn man am Anfang kocht und probiert, dann denkt man immer, nanu, so soll das nachher schmecken. Tut's nicht, es ändert sich wirklich mit der Zeit und es wird immer geschmackvoller. Ich lasse das jetzt nochmal so halbe Stunde, Stunde offen stehen und werde noch ein paar andere Sachen vorbereiten und werde dann nachher zeigen, wie die Soße fertig aussieht und wie ich dann einen Teller damit anrichte. Ich habe jetzt gerade nochmal durchgerührt und habe einmal abgeschmeckt und ich muss sagen, die Säure der Tomate ist mir heute etwas zu dominant. Ich gebe dann einfach noch ein bisschen Milch mit rein. Ja, so ein halbes, kleines Gläschen. Man kann auch Sahne nehmen, dann ist das Ganze nachher noch ein bisschen süßlicher. Manche machen sogar noch Zucker damit dran, mache ich aber nicht. Ich lasse das jetzt hier so vor sich hin köcheln. Es sind jetzt gut 6 Stunden vergangen. Das Ragout ist jetzt fertig. Ich habe das also schon mal abgeschmeckt nochmal. Das ist wunderbar, genauso wie ich es also haben wollte. Und dann werde ich das auf den Teller geben. Die Nudeln habe ich mir schon auf den Teller gegeben. Die dampfen noch richtig schön. Und jetzt gebe ich hier von Ragout oder von einer Bolognese-Soße, wie man sagt, dazu. Ja, immer dran denken, das ist keine Soße, die gegossen wird, sondern es ist wirklich eine Soße, die geschöpft wird. Relativ fest, aber sehr aromatisch und sehr lecker. Dann noch ein bisschen Parmesan oben über. Und dann ist ein Festmenü zubereitet. So werde ich das jetzt auf den Tisch stellen. Ich werde es mir schmecken lassen. Ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachkochen. Ja, und bis bald. Tschüss.